Ich bin der Martin Reif. Ich würde sagen, er hat eine journalistische Ader. Er ist hartnäckig, er bleibt dran. Er ist also quasi für mich der rasende Reporter, sage ich jetzt einmal ganz liebevoll. Er macht das schon sehr lange, das hat mich überrascht, also das habe ich nicht gewusst. Er bemüht sich wirklich unendlich, bis er den Arnold Schwarzenegger interviewen kann. Ich will für ein Buch machen. Wir sind zusammen in der Vorlesung gesessen, Kaffee getrunken und irgendwann hat er gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit Martin zu arbeiten, mit ihm im Team. Und nur sagen, wie die Idee aufgekommen ist, war unsere erste Eingabe so, ja, das ist schnell erledigt, also vielleicht ein halbes Jahr Arbeit. Da haben wir uns gedacht, bei den ersten Team-Meetings, dann hat sich dann herausgestellt, okay, das ist umfassender, als wir gedacht haben. Das Buch ist in den letzten zweieinhalb Jahren schon erarbeitet worden. Also mein Name ist Peter Rudloff. Und ich bin da bei der Steirischen Vereinigung für Menschen mit Behinderung zuständig für die Zeitschrift Menschen. Ja, ich habe einfach mehr oder minder drauf losgeschrieben. Viel zu spät. Da war man in der umgekehrten Rolle. Also, sonst bin ich immer in der Rolle gewesen, der nachgefragt hat, wo bleibt die Geschichte von dir, lieber Martin. In dem Fall hat er dann nachgefragt, wo bleibt das Vorwort. Das habe ich dann gern geschrieben, ich habe es ja versprochen. Meistens bringt der Martin eigentlich den Interviewpartner, fast immer. Ja, Martin fängt an, sich langsam die Fragen zu überlegen. Wir treffen den Interviewpartner, das Ganze vertippt, verschriftlicht. Und dann geht es auch schon weiter zum Peter in dem Fall, der das Ganze dann rausbringt. Stimmt, ja, die Erika hat übernommen. Oder zu Erika, die jetzt beim Initiativen die Chefin ist. Na. Alles so easy. Gestartet haben wir mit Listen im Endeffekt. Alle Interviewpartner aufgelistet, die wir gehabt haben. Dann weitere Listen, sind Fotos verfügbar. Wie kommen wir zu den verschwundenen Interviews? Wie kommen wir zu den Kontakten, die wir alle verloren haben durch den Datenverlust? Das war dann relativ viel Arbeit. Dann auch die ganzen Leute wieder zu erreichen, nach so langer Zeit. Gut, da kommen wir. Einmal Verpflegung war mein großes Interview bis jetzt. Es war generell spannend, die Promis zu treffen, überhaupt prominente Menschen gegenüber zu sitzen haben, die man nur aus dem Fernsehen kennt. Das war schon ein Eindruck. Also, das war lässig und für mich persönlich das Highlight war ja der Josef Hader. Den haben wir dann schnell, kurzfristig zu einem Interview gekriegt. Plus seine Einladung zu seiner Vorstellung von ihm. Mit anschließenden Bierchen. Das war ziemlich gechillt, ja. Krass. Du, das kam so noch ein bisschen. Ich bin jetzt auch ein bisschen kamerascheu. Er ist sehr zielstrebig, weil er wollte diese Geschichte mit Schwarzenegger machen. Also das war ja so quasi, glaube ich, der Beginn. Und jetzt auch, ich würde sagen, das Finale. Also ich bin die Sonja Heingartner. Ich bin eigentlich schon sehr lange da, habe in der Druckvorstufe begonnen und habe mich hochgearbeitet in die Geschäftsführung. Wir bilden ja Menschen mit Behinderung aus. Viele von uns haben auch eine Behinderung. Manche sichtbar, andere nicht sichtbar oder weniger sichtbar. Silvia Trummer ist mein Name und ich bin als Druckvorstufentechnikerin im Reha-Druck seit 25 Jahren. Ja. Das ist mein Beruf. Besonders ist bei uns, dass wir gemeinnützig sind. Bei uns werden Jugendliche mit Behinderung ausgebildet und das macht uns besonders gegenüber den anderen Druckereien. Dass das jetzt bei uns in den Statuten steht und so festgeschrieben ist. Der erste Tipp von Behinderung ist super. Ich suche so weit ab, dieses Buch in der Hand zu halten, nach so viel Arbeit. Ja, es war natürlich toll, das erste Mal das Buch in der Hand zu haben. Es ist ein Wahnsinn, was da Arbeit drin steckt. Ja. Hätte ich mir nicht gedacht und jetzt ist das Produkt fertig. Jetzt muss mir der Martin eine neue Arbeit zuweisen. Sag so, es wäre toll, wenn das Beispiel von Martin Schule machen würde und wenn einfach wirklich
noch viel mehr Menschen mit Behinderung sich einbringen in die Medien, in dem Fall auch in Richtung Buch. Passiert schon ein bisschen, aber könnte noch mehr passieren, weil ich glaube, man kann sehr viel herauslesen aus solchen Büchern. Das ist jetzt schwierig. Auf ungewöhnliche Fragen und natürlich dann auf ungewöhnliche Antworten. Da hat er wirklich ganz bekannte Leute interviewt. Einige sehr interessante Menschen. Und auch Menschen, das, was ich auch wichtig finde, die zum Teil auch in Bereichen tätig sind, die vielleicht sonst nicht interviewt werden. Weil ein Sportreporter, ja, das ist gut und schön, aber jemanden, der zum Beispiel in einer Behinderteneinrichtung arbeitet, so wie die Mosaik oder so, das finde ich schon, dann schon ganz spannend zu sagen. Durch die Fragestellung macht er die Leute selber, die er befragt, nachdenklich. Das gelingt ihm gut. Ich glaube, es gibt die Zusatzbotschaft zum Interview. Nämlich das, was der Martin auch für mich ausstrahlt. Ich mache das, was ich gut kann und das, was ich gut weitervermitteln kann. Du kennst mich. Also es wird... Jetzt geht's gleich weiter. Ich kann mir vorstellen, wieder ein Buch zu machen. Die Familie Obama inspiriert mich. Ein großes Ziel wären beide Obamas zu interviewen. Hey Siri, call Martin Wright. Calling Martin Wright's mobile. Hi, Chantal. How's it going? I'm good, thanks. And you? Very well, thank you. Servus, Martin. Du, eine wichtige Frage steht dir noch aus, nämlich Semmelknödel oder Apfelstrudel? Apfelstrudel. Das Buch hat mich inspiriert, den Leuten zu sagen, dass Behinderte wie ich nicht arm ist. Heute Abend wird man es viel erreicht haben.